herzlich willkommen, liebe Technikfreunde, zu diesem neuen Video. Heute sitze ich mal bei einem Zuschauer, der sich gemeldet hat. Ihr habt euch vielleicht erinnert, dass ich in der Vergangenheit mal erwähnt habe, okay, wer mal Lust hat, sein Fahrzeug auf meinem Kanal mal vorzustellen, wie gesagt, möglichst dann kein Tesla, von mir ist auch gerne ein Tesla, aber kein Model 3, sag ich mal, der kann sich gerne mal bei mir melden, wenn er Lust hat, und dann können wir mal ein Video machen und dann können wir uns mal darüber unterhalten, warum hast du gerade das Auto gekauft, ja, wie zufrieden bist du mit dem und so weiter, mal dein Auto erklären, was ist gut, was ist schlecht dran und so weiter. Ja, und heute haben wir den ersten Zuschauer, der dabei ist. Einige haben es vielleicht schon gewundert, ja, warum habe ich gar nicht mal gehört, ich habe mich gemeldet beim Christian, aber da reagiert gar nicht. Ich habe euch alle gesammelt, bei mir im Ordner abgelegt. Ja, und jetzt geht es langsam einer nach dem anderen los. Und Andreas hat die große Ehre, der Erste zu sein. Grüße euch, Andreas. In die Runde. Ja, es ist hier ein bisschen schwierig mit dem Film. Wir sind hier in der Nähe von Berlin. Wir haben uns in der Mitte getroffen, da wo er wohnt, da wo ich wohne. Und jetzt fängt es an zu regnen. Eben erst hieß es, es regnet gar nicht. Jetzt scheint wieder die Sonne, also ist Chaos. Wir haben quasi alles reingeräumt von draußen, wie es regnete. Und jetzt sitzt man drin und jetzt scheint draußen die Sonne. Es ist ein Wahnsinn. Aber wir können ja trotzdem nachher später mal rausgehen und mal das Auto in Ruhe anschauen. Ja, I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Dieses Video wird unterstützt von Shop for Tesla, dem Shop mit nachhaltigem Zubehör für deinen Tesla. 5% Rabatt bekommst du über den Link in meiner Videobeschreibung. Also dann, auf was wartest du? Viel Spaß! Ja, okay, also Andreas, du wohnst in der Nähe von Berlin. Ja. Und du fährst jetzt schon ein paar Jahre Elektroauto? Ja, seit März 2021. Ja, und fangen wir mal ganz vorne an. Mhm. Wieso fährst du Elektroauto? Weil ich ganz am Anfang Elektrofahrrad gefahren bin. Und das hat mich schon damals überzeugt. Ich bin da viel zur Arbeit auch mitgefahren. Und ja, und dann dachte ich mir, als dann Tesla rauskam mit den Elektroautos, das kann ja nicht schlechter sein. Ne? Das muss ja auch ein super Fahrgefühl sein. Ja, und dann habe ich halt Tesla die Geschichte seit 2012 war das, oder 2014. 2014 habe ich dann Tesla intensiv verfolgt. Ja, wirklich jede, hier Tesla Mac und so gelesen und wie sie alle heißen, die Seiten. Den Alexander Balingo hier. Ja, weißt du, wenn Alex hier elektrisiert, ganz toll. Genau, und ja. Hab das also, bin da Feuer und Flamme gewesen, das immer zu gucken. Ne? War fast davor, sozusagen auch mal ein Tesla-Boy zu werden, sozusagen. Ne? So ja, wie ich quasi. Genau, aber wie gesagt, Tesla war damals noch sehr teuer. Und es gab ja nur das Model S, nachher das Model X. Und ja, da konnte ich mich noch nicht so ganz durchringen. Genau, du hast, was für ein Auto hast du bis dahin gefahren, wo du nicht elektrisch unterwegs warst? Da haben wir eine B-Klasse viele Jahre gefahren, also Mercedes. Mercedes Diesel war das. Und nachher dann E-Klasse Coupé. Hast du keine Angst gehabt, dass du nicht mehr 1000 Kilometer am Stück durchfahren kannst, wenn du elektrisch fährst? Nee, gar nicht. Also das hatte ich ja eben auch schon vom Elektrofahrrad her gelernt, dass man braucht halt irgendwo eine Stelle zum Aufladen, und wenn es nur eine Steckdose ist, aber das funktioniert eben, das funktioniert. Das heißt, irgendwann kam der Zeitpunkt bei euch, wo du ein neues Auto brauchtest? Ja, in der Tat. Und du überlegt hast quasi, okay, was nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt elektrisch oder nochmal Verbrenner? Absolut, absolut. Ne? Für uns, meine Frau, die wurde dann wieder berufstätig und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt bräuchten wir mal für dich mal ein kleines Auto, das uns günstig von A nach B oder dich günstig von A nach B bringt. Und so
Wie es ja bei meisten Elektroautofahrern ist. Genau. Oder bei den Tesla-Fahrern ist ja so, dass die meisten Tesla Model 3-Fahrer, zumindest war es die Anfangszeit so, waren alles Leute, die vorher einen Golf oder sowas hatten. Ich hatte ja auch einen Golf, einen Golf 6 oder so. Das heißt, bei meisten stand wirklich im Vordergrund eigentlich das sparsame Fahren. Ja. Und dann kam natürlich das schöne Fahren dazu, weil es natürlich ein wahnsinniges Fahren ist. Das wissen wir alle jetzt mittlerweile selber. Genau, genau. Also im Grunde war es der gleiche Weg wie bei dir, wie bei den meisten. Wahrscheinlich, genau. Genau, jetzt habe ich aber, wir haben ja schon im Vorfeld mal gesprochen und telefoniert. Und jetzt hast du mir gesagt, ihr habt ja mittlerweile zwei Elektroautos. Ja, richtig. Das heißt, jetzt sitzen wir hier in einem? In dem ersten, in dem Fiat? Fiat 500e. 500e. Genau. Und du hast noch einen? Porsche Taycan 4S. Wie lange hast du den jetzt? Den haben wir im November letzten Jahres bestellt und er wurde dann immerhin im April ausgeliefert, also im April. Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Elektroautos, seid nur noch elektrisch unterwegs. Und das hier ist jetzt das, was ihr am längsten habt, der Fiat? Ja, genau. Also, und du hattest du dann noch deinen Diesel so lange oder habt ihr... Nein, den haben wir dann quasi zeitgleich, wie wir den angeschafft haben, haben wir den anderen weg. Der wurde dann ständig, ging ständig kaputt, sage ich mal. Ja. Und da haben wir dann gesagt, gut, dann kommt der jetzt, muss der jetzt leider weg. Wir fahren das mal nur dann elektrisch mit dem Fiat halt. Und muss man auch dazu sagen, wir haben insgesamt drei Autos. Ich habe auch noch einen Nissan Micra. Für einen Baumarkt, sage ich mal. Ne? Das heißt, das ist, du hast mir auch erzählt, habe ich mich ja sehr gewundert, dass du sagst, mittlerweile fährst du lieber mit dem Fiat als mit dem Porsche. Ja. Ja? Also mit dem Porsche wird mir noch ein Video irgendwann rauskommen, das machen wir mal später. Heute geht es nur um den Fiat. Ich habe es ihm überlassen, zu zeigen, was er für ein Auto heute mal zeigt. Und er hat sich entschlossen, nee, ich komme mit dem Fiat, weil das ist sein Hauptauto. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt einen Porsche hätte und ein, egal was, ein Fiat ist, ein anderes kleines Auto, ich würde wahrscheinlich nur noch Porsche fahren. Aber du wirst uns ja gleich erzählen, warum das so ist. Ja, hast du einen langen Weg zur Arbeit? Oder das sind so 50 Kilometer sind das so. Ne? Und das fährst du mit dem Fiat? Das fahre ich mit dem Fiat, das fahre ich aber auch mal mit dem Porsche, seltener so. Ne? Ja, so mache ich das. Okay, wie weit kommst du mit diesem Fiat hier? Ich fahre mit realistisch. Dem realistisch. Realistisch sind so, also heute zum Beispiel stand auf der Uhr, als ich ihn 100% vollgetankt hatte, 260 Kilometer. Da hat sich aber die ersten 15 Kilometer quasi, ist da nicht ein Kilometer weggegangen, sondern erst nachdem ich so 17 Kilometer gefahren bin, ging dann mal das von 260 auf 259 runter. Aber das ist ja beim Benzin eigentlich auch so, das kennen wir auch alle, dass der volle Tank erstmal nach einer Weile die Nadel erst rückt. Genau. Das heißt, realistisch kommst du wie weit mit dem Fiat? Ich komme also realistisch 260, 280 Kilometer. So weit, ja? Ja, so weit komme ich, ja. Wie groß ist der Akku hier? Das sind 37 Kilowattstunden netto, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja eigentlich wenig, ja? Ja, richtig. Das heißt, du hast einen Verbrauch von? Also wenn ich gut bin, 10 Kilowattstunden auf 100. Hast du eine Anzeige im Auto? Ich, ja, jetzt haben wir hier, ich habe jetzt mal die 1000 Kilometer, gucken wir jetzt mal. Hierher habe ich jetzt, der ist schon wieder weg, aber ich habe die insgesamt jetzt hier gleich mal 944 Kilometer und da sehen wir 14,4 Kilowattstunden, wobei die in einer wirklich Kurzstrecke meistens bewegt werden, also so unter 10 Kilometern. Ja, das, ich sage, mit dem Tesla bin ich auch, ich bin jetzt die Autobahn hergefahren, bin immer so 140 gefahren und habe einen Verbrauch von ungefähr 17, 18 Kilowattstunden gehabt. Also auf, 130, 140. Auf 17 komme ich auch, allerdings das ist dann so im Winter, ne, mit wirklich Heizen und so. Das ist ja klar. Hätte ich nie gedacht, dass du mit so einem kleinen Auto, vor allem mit so einem kleinen Akku so weit kommst. Ja, also es ist relativ effizient. Ne? Also wenn man sich ein bisschen mit dem Gasfuß beherrscht und in der Stadt, wie gesagt, absolut, sind ja die E-Autos unschlagbar. Darf ich fragen, was du dir bezahlt hast für das Auto? Ja, also... netto nach Abzug aller, wie sagt man so schön, Prämien waren es noch 30.000, die übrig geblieben sind. Du hast quasi noch die volle Prämie hier gekriegt. Genau, also 39 stand da so beim Händler. Ist ja fast wie ein Tesla, das ist ja Wahnsinn. Ja, richtig, fand ich auch als relativ teuer. Aber es hat uns so in den Fingern gejuckt, sage ich mal. Wir wollten einfach wissen, wie jetzt das elektrische Fahren ist. Und da habe ich gesagt, komm, wir müssen sowieso ein neues Auto holen und wir wollen auch mal ein neues Mal wiederholen. Kein gebrauchten jetzt, lass uns das. Und du hast ja gesagt, du hast erst viel Tesla, die meisten haben das, bei mir war es genauso, hast viel Tesla-Videos und so geschaut. Und da ist die Frage, okay, warum ist es dann aber kein Tesla geworden? Hast du Probefahrten gemacht bei Tesla? Also ich habe mal vor ein paar Jahren davor mit einem 75D habe ich eine Probefahrt gemacht. Bei Tesla in Berlin hier, ne, Schönefeld da draußen. Ja, da war ich auch damals. Ja, ich fand das, das war angenehm. Es hat ja auch noch vieles von dem gehabt, was ich so mag, wie ein ordentliches Display, Armaturenbrett und so weiter. Hat er heute noch Model S. Das hat er heute noch, wunderbar, genau, deswegen. Also das fand ich gut. Die Fahrleistung, gut, ich habe mich mir nicht getraut, so richtig aufs Gas zu gehen, sag ich mal, weil da ist jemand mitgefahren und so. Ne, ja, aber
natürlich hätte ich auch das Fahrzeug damals, ich sag mal, roundabout, was wären das gewesen, 75.000, 80.000 Euro ungefähr gekostet. Und da fand ich dann diese 30.000 netto, die ich jetzt hier investieren muss, dann doch deutlich günstiger erstmal. Ne? Dass ich gesagt, aber du hättest ja auch, wenn du sagst, du hast eine anderthalb Jahre, hast du gesagt, hast du jetzt den Fiat, hättest du auch ein Model 3 kaufen können, der hätte dann weniger gekostet. Oder hast du zweieinhalb, nee, wie lange? Zweieinhalb Jahre. Ach so, gab es das, aber das Model 3 gab es doch. Doch, das gab es schon, das gab es schon. Ja, das Model 3, wie gesagt, leider, ich war sogar mal kurz am Überlegen, ob ich zu den frühen Besteller gehöre, dass ich da mal wirklich blind bestelle, als das rauskam. So, ne? Bin dann im Nachhinein aber trotzdem froh, dass ich es nicht gemacht habe, einfach aus dem Grund, weil ich eben diese klassischen Dinge wie Knöpfe im Auto, ein Armaturenbrett mit ordentlichem Display, das sind so die Dinge, die ich halt mag. Und da ist leider Tesla jetzt und jedes andere Auto auch, das es nicht hat, außen vor. Da komme ich leider nicht mit. Das ist ja interessant. Ein bisschen scheiden sich wirklich daran die Geister. Ja. Ja? Also ich zum Beispiel, ich werde mal die Kamera mal anmachen, dass ihr das mal mit seht. Ja, die Linse abmachen natürlich. Ja, also bei mir ist es so, ich mag das, dass der Tesla so clean ist. Mhm. Ja. Und man sieht ja hier diese ganzen Schalter, das ist ja Wahnsinn, Schalter ohne Ende, auch Schalter, das ist quasi vorwärts, rückwärts und sowas. Ja, genau. Das heißt, du hast keinen Hebel oder sowas, weder hier noch da, wo du das einstellen kannst. Das ist ja auch gewöhnungsbedürftig ein bisschen am Anfang, das geht auch, also es geht sehr schnell. Manchmal alles ist klar. Genau. Und hier, sag mal, das wären wir jetzt auch völlig überladen. Ja, okay. Die Knöpfe, ja. Also da bin ich, da finde ich es echt gut gelöst von Tesla mit den Walzen und den paar Knöpfen. Okay. Kann man relativ viel bedienen, man kann die auch relativ, teilweise frei belegen und sowas. Mhm. Was ja nicht geht. Das ist, sag ich mal, jetzt für mich jetzt ein kleiner Nachteil, ja, was ich jetzt gewohnt bin. Und deswegen, sag ich mal, ja, ist das, bin ich froh, dass die wenigen Knöpfe da sind. Aber das ist echt krass. Viele wollen die Knöpfe, manche wollen sie nicht. Du fährst ein Elektroauto, genauso wie dieses. Du suchst noch eine Plattform, um deine jährliche THG-Quote zu beantragen. Ja, da habe ich einen guten Tipp für dich. Beantrage deine THG-Quote einfach auf Geld für E-Auto. Es ist eine der größten THG-Plattformen. Sie haben bereits über 30 Millionen Euro ausgezahlt und sie verfügen über drei attraktive Preismodelle. Wenn du dich über diesen Link unten registrierst, unterstützt du meine Arbeit auf diesem Kanal und ich halte eine kleine Provision. Für dich stehen dabei keinerlei Mehrkosten. Übrigens, ab 2023 gibt es die THG-Quote, nämlich auch in Österreich. Das heißt, auch österreichische E-Autofahrer können die eigene Quote ihres E-Autos über diese Plattform geltend machen. Also einfach auf meinen Link klicken, auf auto-e-auto.de registrieren, Fahrzeugschein hochladen, Prämie aussuchen und auf Beantragen klicken und das war's schon. Gut, wir waren bei den Knöpfen stehen, also genau, du wolltest Knöpfe haben, aber trotzdem ist halt die Frage, gab es damals noch andere kleine E-Autos zur Auswahl oder nur den Fiat? Weil warum ist gerade der Fiat geworden? Genau. Also meiner Erinnerung nach gab es damals nur in der Tat den Fiat und wir gucken, uns muss eben ein Auto auch von außen gefallen und darum sage ich mal, ja. Es hätte quasi auch ein Opel Corsa werden können, ein Opel Corsa E, wenn es den damals schon gegeben hätte. Eventuell, genau. Aber der Fiat ist schon wirklich, also es ging in erster Linie, haben wir es hier angeschafft, um eben die Strecken zur Arbeit zurückzulegen und so. Ne? Da guckt man dann schon auf jede Kilowattstunde, die man sparen kann. Naja, ne? Klar. Und kannst du zu Hause laden über Photovoltaik oder sowas? Ja, ich habe ein bisschen Photovoltaik und ich lade aber über die Steckdose, ganz normal. Mhm. So, und hast du gedacht, wenn ich schon einen Gleitwagen, dann muss es ein Cabrio sein? Habe ich mir nicht ganz so gedacht. aber wir haben uns in der Tat gefreut. Er stand, wie gesagt, so nur beim Händler, sofort zum Mitnehmen quasi. Ne? Mhm. Und wir haben uns aber gefreut, weil wir da auch mitbekommen, dass natürlich keine Elektroautos groß als Cabrio gibt. Ja, das ist kein vollwertiges Cabrio, aber wenn das Dach offen ist, richtig runter ist, also da muss ich schon sagen, sind wir an 90% Cabrio dran. Mhm. Sind wir dran. Geht das manuell oder elektrisch? Das geht elektrisch. Mhm. Kann ich hier, soll ich mal? Das können wir mal probieren, genau, mach mal auf. Ich habe das noch nie gesehen. Ich hoffe, jetzt wegen Regen ist es kein Problem, weil es nass war. So, man muss also zweimal drücken. Also beim ersten Mal geht es so zu drei Vierteln auf. Das ist wirklich schön. Ja. Das ist cool. Also zum ersten Mal sitze ich jetzt in so einem Fiat Cabrio. Genau. Das ist schon eine feine Sache. Ich glaube, jetzt könnte mir auch meiner Frau das Auto gefallen. Siehst du? Das ist ja wirklich cool. Ja, und wenn man jetzt fährt, also ist es wirklich so, man kriegt den ganzen Wind ab. Ne? Wenn es noch die Scheiben runter sind, dann hat man, dann ist es richtig. Aber wenn die Scheiben oben sind, merkst du den Wind trotzdem, ja? Merkt man auch, man hat hier einen Windschutz, genau. Cool. Das sehe ich gerade auch hier kleine Knöpfe, wa? Wie kriegt man die raus? Muss man so raus? Wie kriegt man den auf? Jetzt darfst du mich jetzt nicht fragen. Hast du nee, gemacht? Du, glaube ich, einfach nur dran, glaube ich, ne? Oder? Ach, hier. Ach so, ach nee, das ist eine Schrauben, nee, das ist auch ein Bügel. Das war wahrscheinlich ein Bügel, da einfach nur hier drüber hängen, dann sozusagen wahrscheinlich. Wenn ach, hier so drüber, genau, hier genau. So drüber, ja, hier ist genau. Die Kante. Ja. Ja, und hinten ist aber dann sehr eng, also hinten ist hinten ist wirklich nur für kleine Kinder, ne? Eine Art Notsitze, sage ich mal.
Ja, guck mal, als ob es nie geregnet hätte. Ja, genau, genau. Strebende Regen, genau, 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 richtig, richtig. Ne? Nee, das genau. Ist ja echt cool. Ja, ja. Ja, okay, wenn wir jetzt immer drinnen sitzen, du hast jetzt schon wie viele Kilometer, Mac? Oh, jetzt habe ich 34.000 ungefähr haben wir jetzt. Warte mal, das ist ja schon eine ganz schöne Menge eigentlich, ne? Ja, man fährt viel mit dem Elektroauto. Ja, ja, das stimmt, das geht ja genau. Ich bin jetzt übrigens bei 48.000 mit meinem, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Gut, das heißt, du hast auf jeden Fall schon Erfahrung, du fährst schon eine ganze Weile. Kannst du was zur Batteriedegradation sagen? Ist da vielleicht irgendwas spürbar? Ja, ich habe in der Tat darüber nachgedacht, zu unserem Treffen quasi, dass ich da was sagen kann. Gefühlt nichts, gefühlt vielleicht sind es 20 Kilometer, vielleicht. Also man müsste es wirklich ausmessen, ne? Also es hängt wirklich dolle. Ich weiß, am Anfang, sage ich mal, stand als bester Wert, als ich ihn ganz neu hatte, standen so 300, 310 Kilometer auf der Uhr. Mhm. Wie gesagt, jetzt haben wir, das war aber im Hochsommer. Jetzt haben wir, heute war es kälter, Frau fährt auch ab und zu mal, wir machen schon die Heizung an, also sprich die 260, 270 Kilometer jetzt. Vielleicht ich mache mal ein Foto 280. Hier von deinem, wissen wir, vielleicht haben wir es auch vorhin schon gehabt. Ja, das heißt, du hast eine Anzeige, eine Batterieanzeige genau. Gerade und noch eine Kilometeranzeige. Eine Kilometeranzeige. Das schafft genau. Der Tesla bis heute nicht. Ah, okay. Ich muss mich entscheiden, will ich die Reichweite sehen oder die okay, Batterie. Okay. Bei mir ist nun so, was ich nun regelmäßig mache, immer wenn ich das 100% lade, wie lädst du überhaupt hier? Wie viel Prozent lädst du in der Regel? In der Regel lade ich ja bis 80 so, 80%. Nur vor größeren Touren oder unbekannten Strecken, da lade ich natürlich voll. Ansonsten höchstens 80 davon. Ich weiß, aber kenne aber auch nicht mal die Zellchemie. Könnte mir bis jetzt noch nicht sagen. Ich denke mal, diese Millionen wird das schon sein, denke ich mir mal. Kann gut sein, aber ein LFP wäre ja da. Nee, LFP gab es da was. Genau, aber das wäre halt super, weil dann kann man ja mal voll laden, was ich so mitbekommen habe. Ne? Ja, das mache ich auch fast immer. Und ich drücke immer dann drauf bei 100%, okay, was habe ich noch für eine Reichweite? Und jetzt bin ich bei 420. Oh, super. Ja, und ich war erst weiß ich, vor einer Woche bei 421. Okay. Also ich habe so das Gefühl, ich versuche das mal ein bisschen nachzuverfolgen, dass vielleicht so, ich sag mal, mindestens jeden Monat den Kilometer verloren geht. Okay. Vielleicht auch jeden halben Monat. Okay. Und das habe ich auch erst das Gefühl, ich habe ja früher ganz viel im Supercharger geladen, alle schnell geladen. Ja. Ich hatte die Freikilometer. Genau. Und da hatte ich gefühlt eigentlich fast gar keine Degradation. Okay. Und seitdem ich jetzt in der Wallbox lade, aber das ist vielleicht auch nur ein Gefühl, wir werden ja sehen in zwei Jahren, wo der da stand ist, aber eben durch die 100% immer laden, hast du eben so eine Reichweite, da ist das egal. Und wenn du es prozentual ausrechnest, wie gesagt, ich habe ihn damals geholt, da waren 439 Kilometer. Dann habe ich das erste Mal geladen, da war er 429. Ich habe nie wieder mehr gesehen. Und jetzt bin ich bei 420. Also man kann sagen, in anderthalb Jahren sind das dann 8, 9 Kilometer. Ja, das geht aber auch. Ne, wenn man das prozentual ausrechnet, ist das ganz wenig. Und theoretisch müsste die Degradation im Laufe der Zeit ein bisschen nachlassen. Lassen. Die Koffer wird eigentlich flacher. Ne? Genau. Ja, gut, aber es geht ja um dein Fiat hier. Okay, da erzähl mal, wenn du schon so lange gefahren bist, gibt es Dinge. Wir fangen mit den positiven Sachen mal an. Was findest du hier an dem Fiat besonders schön? Vielleicht sogar im Vergleich zu deinem Porsche. Wenn es da was gibt, das weiß ich nicht. Ja, tatsächlich gibt es da was. Das ist einfach das Handling. Ne? Also sprich, ich kann, passe halt in jede Parklücke rein. Das ist das Entscheidende. Für die Stadt ist ja ideal. Ja. Ne? Ich muss nach Berlin und so. Und dann ist man schon mal froh, wenn man, auch jetzt, als wir uns getroffen haben, gerade das Wenden. Ne? Habe ich gesehen. Genau, da hätte ich mit dem größeren Dorf ein bisschen mehr Probleme gehabt. Ne? So, und das ist es. Das sagt aber auch meine Frau, dass einfach, gut, dass ein Porsche fahren, das ist schon eine Qualität für sich. Nichtsdestotrotz ist dieser Wagen eben, er ist einfach leicht zu handhaben. Ja, ja. Also gerade für die Stadt kannst du bald durchhuschen und so. Genau. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Es ist ein sparsames Auto, sehr sparsam, ne? Wie gesagt. Und, Was fährt der Spitze? Der ist bei 100, jetzt muss ich überlegen, 140 oder 150 abgeriegelt. Mhm. Ja, aber die fahre ich ja selten. Das stimmt. Bei Tesla ist das auch, der neue ist ja bei 200 abgeriegelt ungefähr. Okay. Ich kann nur noch 225 fahren, aber ja. Ich kann mich erinnern, wenn ich das letzte Mal gefahren bin. Aber es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man könnte. Also man hat ja manchmal überholt man auf der Autobahn, wenn man mal drauftreten muss. Genau. Ich sag mal, 180 sehe ich öfters mal, weil man mal schnell überholen will. Dann fährt man, aber in der Regel fahre ich auch 140, 150. Du weißt ja selber, mit 140 geht der Autopilot. Mhm. Danach geht nur noch der Tempomat bis 150 und danach geht gar nicht mehr. Dann muss ich selber fahren und lenken. Okay. Und das ist auf die Dauer dann nervig. Ich bin auch hier alles mit Autopilot gefahren. Ah, super. Gut, vom Porsche jetzt abgesehen, hast du noch irgendwas, wo du sagst, ey, das haben sie echt cool gelöst. Ich habe bei gesehen, guck mal nach draußen mal an, der hat so ganz innovative Blinker, das finde ich ganz, was nicht jedes Auto hat. Und was ich auch gesehen habe, du hast sogar wie Tesla auch hier so einen elektrischen Türöffner. Genau. Ich weiß, hat das der Porsche auch? Der hat das nicht. Also meiner zumindest nicht. Der hat einen normalen Hebel quasi. Genau. Mechanischen Hebel. Macht man ganz normal. Das ist ja krass. Genau. Ne? Ja. Und du hast auch einen Start-Stopp-Knopf. Ja, richtig. Ich bin sehr stolz drauf. Den vermisse ich gar nicht. Und ich liebe ihn. Warum liebst du ihn? Ja, ich mag einfach die Rückmeldung des Autos. Ich möchte was berühren. Ne? Und, und es gibt einfach, also ich halte jede Wette, fast jede Wette, dass wenn wir
einen Neuling in dein Auto und anschließend in den Fiat setzen, dann wird er definitiv mit dem Auto schneller klarkommen als mit deinem. Das kann ich mir vorstellen. Und das ist der Grund. Du hast aber auch Keyless Go und sowas, das heißt, du machst den Motor aus über den Start-Stopp-Knopf. Ja, genau, richtig. Und dann steigst du aus, machst die Tür zu und gehst. Das funktioniert, wenn ich jetzt richtig liege. Jetzt allerdings drücke ich zur Sicherheit. Man muss einfach nur, hier sind kleine Knöpfe außen drin. Im Griff dran habe ich gesehen. Mal kurz drauf drücken und dann gucke ich auf die, dann gucke ich auf die Blinker und wenn die leuchten, dann weiß ich, der ist wirklich zu. Das heißt, wenn du zurückkommst, erkennt er über deinen Schlüssel, dass du das tust. Ja, genau, dann muss ich einfach nur rangehen, aufmachen und dann ist gut. Genau. Okay, dann habe ich gesehen, du hast auch so ein induktives Ladepad, hast du sein, du hast noch USB-Anschluss. Zu deiner Navigation, ja, ist das mittlerweile auch so, dass du hier, wenn du jetzt sagst, ich will nach München fahren, dass der automatisch eine Ladeplanung macht? Er schlägt mir anschließend etwas vor. Wir können das ja gerne mal durchspielen. Ich versuche mal, ob ich das einfangen könnte. Das ist ein bisschen dunkel. Probieren es mal. Warte mal, genau. Ja. Wahrscheinlich, weil, warte, oder haben wir Licht? Ah, ja, so sieht es aus. So, dann lassen wir nach München fahren. Genau. Navigation. Wo möchten Sie hinfahren? München Zentrum. Zentrum, München. Möchten Sie dies als ein Zwischenziel oder als neues Ziel hinzufügen? Neues Ziel. Navigation zu Zentrum, München wurde gestartet. So, und jetzt haben wir gesehen, das hat er vorgeschlagen, hätte ich jetzt suchen können. Ja, zeig doch hier was an. Wie war gerade der Akku alle, ja, oder was? Genau. Er zeigt dann auch den Umkreis an. So weit würden wir kommen. Sie erreichen Ihr Ziel um 20.03 Uhr. Ja, ist also auch schön. Okay, und jetzt sagst du, okay, jetzt möchte ich losfahren kannst du quasi genau, noch nicht. Noch nicht, dann kann ich jetzt sagen, so, jetzt zeig mir noch mal bitte ein paar. Ups, noch mal. Da hat er ganz viele. Genau, aber die an sich listet er die auf. Er listet die auf, warte mal. So, jetzt hier so. Und jetzt könnte ich hier... Aber so du musst jetzt, da sagt nicht automatisch, okay, du schaffst jetzt 120 Kilometer oder 150, dann ist es gut, wenn du da lädst. Sondern na, er würde durchaus sagen, jetzt, wenn ich jetzt mir eine, ich sag jetzt mal, Ionity Bad Düren, mal schauen, ob wir die schaffen. Und dann sagt er aber, ja, Stopp hinzufügen, macht er, sonst würde er jetzt hier schreiben... Füg mal hinzu. Ja, Ziel nicht erreichbar, würde er sonst sagen. Ja. So, und wie geht es jetzt weiter? Musst du jetzt alle Ladestationen manuell hinzufügen? Ja, müsste ich jetzt machen. Ja, das müsste ich machen. Wie machst du das? Machst du das oder sagst du nicht, fahr jetzt einfach los und das mache ich erst beim nächsten Ladestopp? Richtig, so. Oder beziehungsweise ganz realistisch, ich meine, ich habe ja bis jetzt nur ein oder zwei größere Touren gemacht jetzt mit dem Wagen. Also, du hast ja eine ganz große gemacht, da kommen wir gleich nochmal zu. Genau, und das gucke ich mir tatsächlich auf der Going Electric-Seite an, weil ich dann auch nach Ladesäulen sortieren kann, was ich brauche, welcher Tarif mir gerade am besten passt und dann so. Das heißt, du hast so ein Abo bei... Nee, ich habe jetzt noch durch Porsche... Darf ich ein Jahr vergünstigt diese 33 Cent noch haben? Hast du eine Karte dazu bekommen? Genau, ja. Richtig. Und da kann ich euch auch den Fiat mitladen. Ach, das ist ja auch cool. Den Tesla mitladen. Also mit dem gleichen Konto quasi? Ja. Kannst du quasi auch 5 Autos damit anmelden. Ja. Das ist ja cool. Und wie lange kannst du noch ein Jahr noch? Also es läuft dann im April dann aus. Ne? Kilometer egal, wie viele nachlädst? Ja. Also nur zeitlich quasi. Also ich lade dich herzlich ein. Dein Tesla zu Ionity, das ist nicht weit weg. Ja, ich habe gesagt, ich komme wieder zurück. Genau. Aber danke für die Einladung. Wir können es mal probieren, wenn wir die Zeit noch haben sollten. Genau. Weil ich habe noch nie bei Ionity geladen, weil die Preise sind ja für mich utopisch. Ja, ja, für mich an sich auch. Also es geht nur mit diesen Vergünstigten. Ja. Ich kann auch nur an die... Chefetage von Ionity appellieren generell, also wenn das mit der Elektromobilität was werden soll, dann müssen die Preise in Deutschland runter. Ich glaube, der Appell ist umsonst. Also wenn die Preise für Strom nicht sowieso sinken, Tesla ist ja da relativ schnell hinterher. Die haben relativ günstige Preise, es wird ein bisschen erhöht. Aber ich sag mal, da ja, machen wir dazu, da gerät ja auch Ionity unter Druck. Vielleicht auch nur die Hälfte. Wenn geht das? Hat der automatisch stehen in der Mitte? Oder? Warte mal, wir gucken mal. Wir probieren es mal so, jetzt sieht es zumindest weniger. Ne? Ja, und deswegen glaube ich das erstmal nicht, ne? Die man alles nicht um den nicht verdienen. Aber wer weiß, alles noch passiert, man weiß es ja nie. Genau. Gut, jetzt kommen wir mal zu deiner, kannst du wieder abbrechen. Jetzt kommen wir mal zu, die Route abbrechen. Ja, ja. Jetzt kommen wir mal zu deiner längsten Route. Ja. Erzähle mal, du warst mit dem kleinen Auto in? In Kroatien. In Istrien, auf Istrien. Das sind wie viele Kilometer ungefähr? 1200 ungefähr. Von dir aus, also, ja. Wie oft musst du laden, weißt du das noch? Ich glaube, es waren 7 oder 8 Mal. Aber es war entspannt. Das ist das absolut. Ich weiß, die Benziner oder Verbrennerfahrer, die denken jetzt wieder, ja, die reden sich da schön oder so. Es ist in der Tat nicht so.
Ne? Also, aber du hältst schon, sag ich mal, ich will es nicht schlecht reden, Gottes Willen, ich habe es ja damals auch schon angefangen. 130 Kilometer ungefähr. Ja, aber du hältst dann schon öfter an, als du, sag ich mal, jetzt eine Biopause bräuchtest oder so. Es ist, ja, aber es ist eben so, dieses Auto ist ja jetzt nicht so stromlinienförmig. Das heißt, ich muss sowieso auf der Autobahn relativ langsam fahren. Und ich was sag fährst mal, du da so auf der ich, hab, ich bin jetzt stumpf 96 zum Beispiel gefahren. Ich habe 96 km/h eingestellt. Auf dieser Strecke? Auf dieser Strecke. Und dann bin ich die stumpf ab und habe ich die stumpf abgespult. Und es war, und da freut man sich, wenn man nach 130 Kilometern dann endlich laden darf. Wann war das? Vorletztes Jahr? Dieses Jahr? Das war dieses Jahr. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Und du hast doch keine Probleme gehabt, Lade sollen alle funktionieren. Wir haben extra die Routenplanung abends begonnen oder sind abends losgefahren um 18 Uhr, sind dann die ganze Nacht über durchgefahren, waren nächsten Tag um 16 Uhr da mit lauter, mit sehr viel Verfahrerei. Noch kurz vorm Ziel sind wir noch Triest sind wir, haben uns noch ordentlich verfahren und so. Ja, das war halt so. Aber es war trotzdem, es war ein Abenteuer und hat dennoch Spaß gemacht. Ich habe keinerlei Reichweitenangst gehabt. Ja, das ist schon eine krasse Geschichte. Ja. Also war ein richtiges Abenteuer, sage ich mal. Ja. So ähnlich wie es damals mit dem Renault Zoe auch hatte. Und damals gab es ja noch fast gar keine Ladesäulen. Richtig. Da musste man wirklich suchen und das hat auch funktioniert. Ja. Mhm. Aber nochmal wolltest du das nicht machen? Ich schon, wie gesagt, nur meine Frau nicht. Aber das hatte die schon damals gesagt, als wir mit dem Mercedes noch mit dem E-Klasse Coupé nach Italien gefahren sind. Das waren auch ungefähr so 1200 Kilometer. Und auch das empfand sie als sehr lang. Damals bin ich so 120 ungefähr gefahren. Hat er Assistenzsysteme? Also mit Sicherheit, denke ich mal. Ja, hat er, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das also nennt. Also er hat Spurhalteassistent, Autopilot. Adaptiven Autopilot. Ja, richtig. Dass du nicht auffahren kannst, er bremst dann ab. Genau. Er fährt nur leider nicht an Ampeln an. Das wäre jetzt... Ja, das ist ja, das macht er ja auch nicht. Da müsste ich eine höhere Version kaufen. Und das, nutzt du das auch auf Langstrecke? Auf Langstrecke ja, auch auf, in der Stadt gerne so, weil ich dann einfach niemand mehr hinten drauf fahren kann. Und da hält doch die Spur gut jetzt? Oder geht so, Also da bin ich nicht so von begeistert. Ne? Das ist also weil das ist ja dann top, bei Tesla ist das ja top. Ja. Okay. Also ich nutze das immer auf allen Langstrecken und auch viel auf Landstraßen. Ja. Wenn ich jetzt weiß, da kommt eine lange Strecke, wo ich eine Weile geradeaus fahre, ja, also nicht abbiegen muss. Aber das macht er wirklich perfekt. Ja. Ja. Wie gesagt, von den Phantombremsen mal ganz abgesehen. Habe ich beim Fiat auch sehr selten, genau, sehr selten, aber passiert tatsächlich, man kriegt dann immer einen ordentlichen Schrecken. Ne? Das ist schon also, krass. Ja, richtig. Richtig, ja. Gut. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das hat das hat Fiat ganz clever gelöst? Ist da dann irgendwas aufgefallen? Und du sagst, nö, du nutzt den im Alter ganz normal. Ja, genau. Also das heißt, der rekuperiert auch? Ja. Hat er verschiedene Stufen? Hat er, genau. Also wir haben drei Fahrmodi, die ich hier rüber einstellen kann. Ne? Da haben wir einmal normal, da bremst, da rolle ich ihn in gewisser Weise, dennoch rekuperiert er minimal. Ja. Minimal. Dann haben wir den, jetzt muss ich selber mal schauen, jetzt, weil ich fahre in den Range-Mode, genau, den Range-Mode, da rekuperiert er sehr stark, so wie durchaus auch ein Tesla. Bleibt er stehen bis zum Stillstand? Der bleibt dann bis zum Stillstand stehen, genau. Da musst du gar nicht bremsen quasi. Richtig, genau. Das ist das One-Pedal-Driving. Und im Sherpa schaltet er nur alle Verbraucher ab und rekuperiert genauso stark. Ich bin allerdings meistens, weil ich eben auch dieses normale Fahren lieber mag, im normalen Fahrmodus unterwegs. Das heißt, du bremst quasi? Ja, genau. Richtig. Ja, ich mache das ja ab und zu im Winter, weil die Bremsen ansonsten vergammeln. Genau. Wie ist denn das bei Fiat hier? Hast du Durchsichten oder sowas bei deinem Auto? Ja, alle 15.000. Das, also jedes Jahr praktisch muss ich... Und was kostet da Spaß? Ja, das steigert sich. Das erste Mal waren es 100 Euro, jetzt sind wir schon bei 250 ungefähr, glaube ich, gewesen. Mal schauen, was es nächstes Jahr wird. Das kenne ich ja gar nicht, obwohl ich auch irgendwann mal meine Bremsen dann mal machen lassen muss. Also mal die Bremsflüssigkeiten nachschauen oder wechseln und sowas. Ich habe immer noch meinen ersten Luftfilter drin. Ich habe jetzt schon ein Jahr einen Luftfilter zu Hause liegen. Ich habe einfach zu faul und wieder zurückgekommen, den mal zu wechseln. Soll ja relativ einfach gehen. Und das war es eigentlich. Das finde ich auch eine große Stärke jetzt von Tesla, wo man natürlich nicht weiß, wie das mal dann in 3, 4, 5 Jahren aussieht, weil dann kommst du mal zum TÜV und sagst, was ist auf das und das und das, das muss gemacht werden und dann kommt man so vom Regen in den Traufer. Ja? Das heißt, hier hat man quasi Durchsichten wie früher auch. Ja. Du kriegst auch eine richtige Rechnung und sowas. Genau. Ja, jetzt weiß ich, ob du das sagen kannst, aber wenn ich jetzt überlege, ich kenne mich noch von früher, Verbrenner, Durchsicht, Ölwechsel etc. Ölwechsel ist ja hier nicht mehr. Richtig. Was ist denn das, die Hauptarbeiten bei dem? Bremsflüssigkeit, glaube ich, steht dann auf der Rechnung und sowas. Aber das muss man eigentlich auch nur alle 2 Jahre machen eigentlich, ja? Tja. Ja, die versuchen ein bisschen damit... Genau, müssen halt auch leben. Ne? Ist aber trotzdem ordentlich. Ansonsten hast du ja, gibt es hier irgendwas von der Ausstattung her, wo du sagst, okay, der hat noch eine besondere Ausstattung. Gibt es überhaupt hier verschiedene Varianten? Weißt du gar nicht, also das oder? Hier ist an sich die Top-Version. Die höchste also, Variante. Genau, mehr geht nicht. Ist... Und darum habe ich da alles, ich vermisse nichts. Das heißt, du hast Klimaautomatik, hast genau. Du
Also alles, was man sich wünschen kann. Ja, genau, genau, richtig. Mhm. Nur Beizbachlenker hast du nicht. Das habe ich nicht, in der Tat, in der Tat. Weil es nicht so schlimm ist, genau. Das ist dann was anderes hier, ja? Das ist mit der Fahr, der Eco-Treiber, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel eben dann hier Abstand halten möchte und so weiter. Ne? Ja, naja, gut. Du hast doch ein ordentliches Handschuhfach und hast noch einen richtigen Griff am Handschuhfach, nicht wie ich. Ja. Aufmachen. Das Analoge ist manchmal gar nicht so schlecht. Ist irgendwas, was dich stört oder so? Du hast doch hier so quasi ganz so durchgreifen oder durchlaufen. Finde ich auch cool. Kann man die verstellen, die Mittelkonsole hier? Nee, die bleibt so. Manchmal gibt es auch so ein Verstellen. Ein relativ tiefes Fach. Du hast ein großes Fach. Genau. Und nochmal USB-Anschluss, sehe ich gerade, 12-Volt-Anschluss. Genau. Genau, und das ist, wo hier das Radiovolumen, Ich kann das am Lenkrad machen oder aber auch hier. Ne? Wenn er jetzt ausgeschaltet ist, würde ich hier rüber, kann ich das steuern. Mach aus. Genau. Und das ist Emo, das ist quasi, was du auch am Lenkrad machen kannst, die verschiedenen, was du gerade erklärt hast. Genau, das kann ich nur hier machen. Ach so, kannst du nur dort machen. Das machst du quasi dort. Genau, richtig. Und hast du noch hier drunter eine Ablage? Ja, ich glaube, da war auch noch eine kleine Ablage. Ne? Genau. Cool. Genau. Ja, was stört mich? Mich nervt so ein bisschen, dass ich halt permanent angeschnallt sein muss, wenn ich das Auto auch nur einen Meter zum Beispiel zum Rangieren. Ach so, stimmt. Du kannst dann quasi gar nicht fahren. Genau, also wenn wir jetzt den anmachen und wir treten aufs Gaspedal, passiert da gar nichts. Das heißt, du musst, auch wenn du mal bloß aus der Garage mal einen Meter vorfährst, um das Tor zuzumachen, richtig, musst du nochmal dich anschnallen. Ja, genau. Was haben sie sich dabei gedacht? Ja? Italiener. Das müsste dann wahrscheinlich bei allen Fiat so sein, oder zumindest bei allen Fiat 500. Ich bin ja vorher leider kein Fiat gefahren, oder was heißt leider, ich bin halt kein gefahren und von daher kann ich da nicht zu sagen weiter. Also wenn ihr zuschaut von euch und hat einen Fiat, irgendwo auch einen Verbrenner oder sowas, schreibt mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist, dass ihr euch immer anschneiden müsst, ansonsten könnt ihr das Fahrzeug nicht bewegen. Ja. Das ist, weil ich noch nie gewusst, dass es sowas gibt. Ja, das ist ja krass. Ja, also weil ich bisher hatte, die klingeln und klongeln, solange bis man angeschnallt ist und kann auch ohne fahren. Ne? Das macht er auch, glaube ich, noch. Gut, aber das ist so ziemlich das Einzige, sagst du. Ja, genau. Sonst bin ich zufrieden, wirklich sogar sehr zufrieden. Ansonsten hätten wir uns, er war ja auch der Trigger, sag ich mal, der Auslöser, dass wir uns tatsächlich als Familienauto für ein Elektroauto dann entscheiden. Ne? So, das ja, für die Familie ist der damals jetzt zu klein für Familien. Genau, für die Arbeit, deswegen meine ich, aber generell, weil wir eben vom elektrischen Fahren so begeistert waren, habe ich gesagt, unser großes Auto wird eben auch ein Elektro und wird kein Verbrenner mehr oder so. Ne? Und da ist hat der Kleine hier maßgeblich mit seiner Zuverlässigkeit und seiner Art, wie er fährt, einen ganz großen Anteil dran. Ne? Cool. So, ich würde vorschlagen, wir fahren mal eine kleine Runde. Gerne. Da muss ich das anschneiden. Ja. Noch ein bisschen was wegräumen, ein bisschen aufräumen. Genau. Dann fahren wir eine Runde und dann werden wir mal schauen. Ich will gerne mal lauschen. Ist es da leise laut? Was sagst du? Was ist dein Gefühl? Ich finde ihn relativ leise. Ich vermute auch mal, er wird leiser sein wie meiner wahrscheinlich. Werden wir gleich mal sehen. Ja, fahren wir mal ein Stück Landstraße hier oben, weil wir mal die Beschleunigung mal spüren, sondern im normalen Fahrmodus. Aber ich mach's mal, dass du es mir auch glaubst. Gucke, ich mache jetzt hier mal, ich mach mal das Auto an. Es geht auch beim Beifahrer, das ist da egal. Das ist egal. Genau. Ne? Jetzt sind wir an sich, Fahrzeug ist fahrbereit. Ja, ne? Ja. Ich drücke drauf und es passiert nichts. Das ist unglaublich. Ne? Es sind noch so P-Modus drin. Ja, okay, geht der automatisch? Das geht natürlich, den muss ich noch. So, jetzt spielen wir es gleich nochmal durch. Nee. Da. Die Handbremse bleibt angezogen, genau. Das merkt man. Genau. Ja, genau. Ja, das ist ja krass. Ja, genau. Und das ist schon eine kleine Bevormundung, die ich mir abgeschafft bin. Jetzt fahren wir nochmal ein kleines Stück vor. Ja, jetzt hat man merkt, wie er gelöst hat elektrisch. Genau, richtig. Genau. Das ist ja cool. Das ist übrigens auch noch, finde ich, sehr angenehm, dass er tatsächlich, also am Berg anfahren, sowas ist gar kein Problem. Bleib erstmal noch stehen. Ich muss mich erst anschnallen, dann würde ich sagen, dann fahren wir los. Alles klar. Ich finde schon mal, die Federung ist schon mal sehr gut. Ist mir jetzt schon aufgefallen, hier über den Rasen, dass der schön, schön locker federt. Genau, also er fährt sich wirklich sehr erwachsen, finde ich. Das ist schön, also das lautlose Gleiten ist ja wirklich eine feine Sache. Das ist fantastisch. Oder? Ne? Das ganze Fahrgefühl ist einfach herrlich. Ne? Ja, da biegen wir rechts ab. Ja, auch das Blinkergeräusch ist angenehm. Manchmal biegt ein nerviges Pieps oder sowas. Genau. Tut mal richtig drauf. Jetzt hör ich mal. Hast du das vielleicht ein bisschen gehört? Er spielt eine kleine Melodie. Nee, ich habe nur wie so ein Motorgeräusch habe ich was gehört. Das ist, draußen hört man es noch, wenn man unter 30 fährt, dann spielt er ein paar Sekunden lang eine Melodie. Ich weiß, ich kenne jetzt nicht den Komponisten, aber es ist auch so eine kleine Spielerei. Was man auch von draußen dann hört? Ja. Das ist ja cool. Wir können ja mal auf dem Gelände, wo wir sind, dass man eine kleine Runde bloß mal drehst. Genau. Und dann werde ich das mal schauen, mal lauschen. Ja. So, jetzt drehe ich gerade voll durch. Ja. Also es reicht auf jeden Fall dick aus. Genau, das reicht dick aus. Gerade im Sherpa. Ne? Jetzt merkst du die Rekuperation. Jetzt ist er raus. Jetzt mache ich nochmal rein.
Das ist jetzt die Rekuperation im Range-Modus. Und jetzt fahren wir wieder normal. Ja, genau. Dann fahren wir hier in den Kreisverkehr rein und da fährst du mal die dritte da auf dem Parkplatz mal raus. Da will ich bloß mal gucken, dass du mal das so einstellst, dass der anhält, dass er rekuperiert und auch anhält. Ach so, okay, da muss ich jetzt gleich. Genau, hier weiter rumfahren, genau. Und dann rechts. Jetzt hier, ne? Hier rechts, genau. Fährst noch, was bist du dem 10 genau. km/h da, dann kannst du dann mal anhalten. Genau. Und sonst keiner ist. Ich wollte das mal hier drehen, aber da habe ich gesehen. Man macht ein Geräusch, immer hört es. Das macht er immer quasi, ja? Ja, das, genau. Gut, weil jetzt noch hier im Verkehr stehen. Vorne kannst du wenden. Und das auch nicht der Modus, mit dem du immer fährst. Richtig, ich fahre im normalen Modus, dass ich also wirklich bremsen muss. Aber er rekuperiert ja auch dabei. Ne? Also ja. Ich möchte halt auch diese Bremsen hier da. Na, wenn du willst, kannst du geradeaus weiterfahren. Kann ich da drehen wahrscheinlich. Hinter der Hütte kannst du durchfahren links. Ja, ich muss sagen, die Federung ist echt prima. Der ist schön weich gefedert. Ja, ne? Also ein sehr guter Kompromiss zwischen. Ja, also komfortable Federung. Genau, richtig. Dann fährst du mal in den Kreisverkehr rein und dann fahren wir nochmal in die Richtung ein Stück weiter. Ja, genau. Ja, mal ein bisschen kühler. Aber halt prima. Das ist ja schön an den E-Autos, ja, die sind sofort warm. Ja. Genau, richtig. Die Türen sofort, das ist echt. Richtig, Eiskratzen gehört der Vergangenheit an. Ja, ne? Ja. So, jetzt gucke ich also, so sieht das aus. Das reicht 180 PS aus. Für das ist ein Kleinstwagen, ne? Darf man ja nicht vergessen. Ja. Da wieder ein schönes Tesla, auch schön rot. Ja. Toll. Nee, wirklich cool. Ist wirklich angenehmes Fahren. Würde deiner Frau auch gefallen, bin ich mir sicher. Aber man merkt, das habe ich nämlich nicht dran gedacht, das ist ja ein Cabrio, hat man doch ein bisschen mehr Geräusche, hört durch das Dach wahrscheinlich. Das richtig, das sagen viele. Aber ich nehme das gar nicht mehr wahr, wie das so ist. Ne? Das ist also. Und heute ist es auch besonders windig, glaube ich. Ja. Das heißt, jetzt geht es gerade wieder. Aber man merkt schon, wieder ein bisschen hoppelt. Die Straße auch nicht gerade so schön. Ja. Da merkt man doch, dass es ein kleines Auto ist. Genau, oder? Natürlich. Ja. Ja, es ist wirklich mehr für die Stadt, sage ich mal, für den Nahverkehr konzipiert eigentlich. Aber die Autobahn ist natürlich auch glatter. Aber für mich genau, also ja, man kann alles. Schlechte Straße. Also man hatte ja am Anfang wirklich auch ein bisschen Bedenken, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt ein Auto für die Stadt so ungefähr. Ne? Mhm. Und komme ich denn damit denn mal, wenn ich mal möchte, an der Ostsee oder so? Und ich komme in der Tat dahin. Ne? Ich komme, wie gesagt, überall hin. Es ist überhaupt kein Thema mehr. Die Ladeinfrastruktur gibt das her. Man muss halt nur noch eine Lösung finden, wenn alle unterwegs sind. Ja. Aber du kannst auf jeden Fall zur Arbeit fahren, wieder nach Hause fahren. Genau. Du musst nicht laden auf der Arbeit oder so. Nö. Aber ja, also völlig ausreichend, ne? Die Leistung ist völlig ausreichend. Absolut, genau. Also bist du trotzdem an der Ampel der Erste, würde ich sagen. Wenn du das drauf anlegst. Nicht unbedingt, wenn jetzt ein Tesla da steht, ne? Aber bei Verbrennern auf jeden Fall. Genau. Das ist schon mit den kleinen Rollern, E-Rollern, das ist ja schon so. Das ist an der Ampel schon der erste. Auch wenn da nur 50 km/h so fährt. Und den gibt es jetzt inzwischen auch als Abarth, sag ich mal. Wobei man da wieder wirklich deutlich merkt, also Leistung ist nicht alles. Der hat dann nur 150 PS. Auch die Elektroversion als Abarth. Ja, und der hat aber echt Probleme, diese Leistung auf die Straße zu bringen, eben sicher auf die Straße zu bringen. Das ist das Entscheidende, ne? Ja, nee, aber das braucht man gar nicht. Also, es ist wie gesagt ein Kleinwagen, ja. Warum soll man dann, das ist ja Quatsch. Genau. Ne? Und auch kein Mensch so viel Leistung. Also, Ich finde es wirklich sehr angenehm. Ne? Meine Lieblingsgeschwindigkeit sind so 70, 80 km/h. Das ist doch ein Verbrauch, sehe ich gerade. 14,4 kW. Warte, das ist jetzt genau auf die. Das ist jetzt hier unser jetziger gerade. So, warte mal, die Kamera hat sich gerade verabschiedet. Ja. Dann machen wir dann tauchen wir mal mit Film. Machen wir mal wo kann man das sehen? Ich kann es hier sehen. Das ist 16,9. Genau. Das ist quasi jetzt der Momentanverbrauch, ja? Genau, richtig. Oder Durchschnittsverbrauch. Genau. Nee, ist schon echt ein schnuckliges Fahrzeug. Kannst du mal kurz die Musik anmachen? Bloß mal ganz kurz. Mhm. Mal einen Sound mal lauschen. Das kann ich vielleicht auch machen. Ja, ist jetzt hier unten schon? Nee, geradeaus. Kommt eine richtig abbiege Spur hinterm Schild, hinterm Eingangsschild. Ja, ich habe ein paar schöne. Können wir mal ganz kurz, hast du deine Kamera dann aus, meinetwegen? Na, wenn wir reden, dann müssen wir die Musik ausmachen. Genau. Aber ich finde das Geräusch besser als beim Tesla. Das Geräusch beim Tesla ist nervig. Okay. Das ist so wie Hui Bui so. Das ist ein richtiges, normales, elektrisches Geräusch. Ja. Genau. Ach cool, warte mal, das kann ich gar nicht gesehen. Lass uns noch mal kurz machen, deinen Rückfahrbildschirm. Das sieht ja auch cool aus. Ja, die ist sehr scharf, ne?
Ja, kann man echt, ja, also auch Trimas Lenkrad, aber auch die, ach ja, es geht auch mit der ganzen Sache, ja, das ist ja echt cool. Mhm. Nee, das ist ja eine feine Sache. Ja. Ja, ist klein, aber trotzdem auch nicht zu klein, sag ich mal. Genau, genau. Mhm. Ist natürlich ein problematisch, wenn das Auto verdreckt ist, ne, durch Regen und so weiter, dann sieht man... Ist bei Tesla genauso. Ja. Das verdreckt genauso. Mhm. Okay, gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal aus, gucken wir nochmal von außen an. So, Andreas, jetzt sind wir draußen. Erstmal danke für die Möglichkeit, dass du mal sehr gerne mir mal Gelegenheit gegeben hast, mal das Fahrzeug mal anzugucken, mal hautnah zu spüren. Hat echt mega Spaß gemacht. Also es ist wirklich eine schöne, kleine, schick ist da sowieso. Ich bin der Meinung, dass der eh schick ist, ja. Aber auch das elektrische Fahren ist nochmal eine ganz andere Liga, auch in dieser Größe. Ja, ja. So, jetzt hast du gesagt, dass du so ein paar Feinheiten noch draußen hast. Ich mache mal hier mit meinem Smartphone mit an. Und zwar, gucken wir mal den Knopf an, wegen der Türöffnung, wie du die Tür verriegelst. Genau, genau. Genau, das heißt, du musst quasi auf diesen Knopf drücken. Genau. Und dann würde er verriegeln. Das tut er jetzt nicht, weil der Schlüssel drin ist. Wenn ich ihn jetzt rausnehme, ich hole ihn mal. So. Und jetzt drücke ich halt drauf und jetzt ist er verriegelt. Und die Spiegelklappen nicht ein? Nein, die bleiben so. Ah, ja, was ich zum Beispiel aufgefallen ist, sind diese mega coolen Blinker hier. Ja, richtig. Das sind so kleine Designelemente, ne? Aber auch die Augen sozusagen, die mit den Wimpern hier so, das finde ich und was auch Augenbrauen ist, besser gesagt, ist sehr schön. Ne? Was auch gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass hier die Blinker drin sind. Ne? Ja, genau. Man hätte gedacht, hier oben vielleicht oder richtig. So, aber nee, die sind da unten drin. Genau. Mhm. Nebelscheinwerfer hast du nicht. Richtig. Das sind dann, sieht aus wie Zähne und Scheinwerfer, oder? Weißt du gar das, nicht, oder? Das kann auch ich bloß gar nicht. Ich glaube eher LED, oder? LED, doch, LED, man sieht es ein bisschen. Genau. LED-Scheinwerfer. Also hast du ordentliches Licht. Ja. Wollen wir mal vorne mal reingucken? Na klar. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Einen Frank hat er nicht. Man kann von einer österreichischen Firma einen ganz kleinen dazu kaufen, wo man dann das Ladekabel unterbringen könnte. Das habe ich mir aber jetzt gespart. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, aber er hat hier Stoßdämpfer, also Dämpfer, ne? Das heißt, ich muss hier nicht groß. Aber es sieht wirklich wieder aus wie ein normaler Motor, ja, so ein bisschen. Ja, ja, richtig. Na gut, das ist alles ein bisschen nach unten verbaut. Genau. Das haben die alle ins Gleiche. Auf der Achse, genau. Und hier würde man jetzt diese Plastikschale reinbauen. Mhm. So, ne? Ja, ein bisschen was können wir rein. Also ein Ladekabel können wir mal reinkriegen. Mhm. Ja. Genau. Was ist das für Flüssigkeit? Das muss die Bremsflüssigkeit. Ach, Bremsflüssigkeit. Oder ist das Bremsflüssigkeit? Ja, doch, würde ich sagen. Ja, genau, ja. Da hast du die Scheibenflüssigkeit und da ist noch irgendwas anderes. Mhm. Ja, na cool. Ja, cool. Würde man schon dazu machen. Und sogar ohne, dass du dir so eine Stange einklemmen musst. Genau, sogar richtig. Mit Dämpfern. Nee, genau. Mach mal, wenn du hinten einsteigst, kannst du den Sitz irgendwie, gibt es dann ein besonderes Easy-Entry-Geschichte? Geht ein bisschen nach vorne, genau. Man fest hier an und dann schiebt man ihn halt nach vorne und das war's dann. Ne? Und dann kommt schwer zu sehen. Ach ja, da kommt man eigentlich ganz gut hin. Ja, genau. Bloß mit den Knien wird es nicht hinten knapp, wenn man vorne jemand sitzt. Hm. Aber ja, das sind echt also viele Sitze hier. Ist nicht unbedingt für Erwachsene, aber Kinder. Ja. Sogar die Kinder haben es überlebt. Beheizbare Sitze vorne? Vorne ja. Rechts genau. Und links. Rechts und links, genau. Und die Lehne auch, also genau. Sitzbleche und Lehne. Das ist richtig angenehm, das ist wunderbar, genau. So, lass uns mal einen Blick in deinen Ladeanschluss werfen. Einfach drauf. Ist ja echt eine Riesenklappe. Ja. Und das ist nochmal getrennt. Genau. Das heißt, zu Hause machst du dann bloß oben ab. Ja, mach ich nur oben ab, genau. Mhm. Und wenn ich halt an der Stellladesäule bin, leuchtet das bestimmt, dann, das hier leuchtet dann immer dann je nachdem, ne? Die leuchtet das, genau. Ja. Ja. Cool. Ja, dann mal einen Blick in den Kofferraum reinwerfen. Mach wieder zu. Genau. 85 Kilowatt in der Spitze kann er an der Schnellsäule laden. Die hält auch relativ lange durch. Ja. Also auf meiner Tour, wie gesagt, habe ich nicht länger als 25 Minuten gestanden jeweils immer. Und dann bin ich weitergefahren. Gut, ich mach mal auf hier. Ja. Ach so, ihr seid nicht elektrisch, stimmt. Ja. Nee. Ja, das ist eben dem Cabrio geschuldet. Ist der Kofferraum auch größer, wenn es kein Cabrio ist? Oder ja, ist dann nur tatsächlich die Klappe größer. Anders, ist tatsächlich größer. Ein bisschen größer. Mhm. Dann geht hinten die ganze, sozusagen, ganze Heckklappe auf. Ne? Mhm. Naja, klar. Damals gab es noch das normale, das wie heißt das hier, für diese Schnarchladersäulen, ne, das Kabel dazu. So eine Art Ladeziegel oder so. Mhm. Das noch, auch noch oben drauf. Mhm. Also ich habe zwei Kabel bekommen damals, sehr ähnmäßig von Fiat. Ja, genau. Mhm. Also ich kann mich halt an so eine, sag ich mal, Stadtsäulen hier dranhängen. Das war gratis, ich glaube inzwischen nicht mehr. Mhm. Und halt eine Ladeziegel. Gut. Und über den Ladeziegel lade ich auch. Und ich kann innen drinnen auch einstellen nochmal, im Fiat, weil dieser Ladeziegel mit 3600 Watt ungefähr lädt. Wenn ich die Steckdose nicht so belasten möchte, dann mache ich das innen drin am Display und kann bis auf 1600 runtergehen. Kannst du dazu machen. Mhm. Kannst du auch beim Schnellladen auch runterregeln? Also wenn du jetzt kann man in der Tat auch. Ja. Kann man auch.
Und dann öffentlichen Ladesäule hängst mit 11 kW zum kannst Beispiel. Du auch, kannst du auch dann das so, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das muss dann auch gehen, gehe ich fest von aus, ja. Mhm. Na cool. Ansonsten, das finde ich natürlich schick hier, ja. So ja. Das kleine Design-Element sieht auch genau. Cool aus. Ne? Du hast ja noch Chrom, Tesla gibt es ja kein Chrom mehr. Richtig. Auch eine Chromleiste. Ja, nee, da sieht schon echt schnucklig aus, da kann man schon nicht meckern. Mann. Und was ich auch cool finde, ist hier diese Fiat-Schriftzug. Genau. Also ich finde schon, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Und du hast doch irgendwie mit Kind Untätigkeit zu kämpfen. Gar nicht, bis jetzt. Gar nicht. Richtig. Na gut, Andreas, dann? Da haben wir uns dein erstes Auto begutachtet. Richtig. Du hast sogar noch, echte Ultraschall-Sensoren. Ich habe die zwar auch noch, aber die neuen haben die also alle nicht mehr. Ja, Andreas, die Kamera war gerade aus, der Akku war leer. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, wo wir stehen geblieben waren, aber es ist alles drauf, wenn wir das Auto ringsum angeschaut haben. Wir haben noch kurz unterhalten, du hast ja wie gesagt zwei Autos. Ja. Das heißt, wir werden im nächsten Video uns mal den Porsche anschauen, den du auch noch hast. Genau. Bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Wann, wissen wir noch nicht. Müssen wir mal sehen, wie es Termin nicht klappt. Auch wie es im Wetter und sowas ist. Es ist ja jetzt schon Herbst. Es wird schon ziemlich frisch und kalt. Genau. Und wir wollen auch nicht überstürzen. Ja, und alle anderen, ich melde mich noch bei euch. Habt Geduld. Ich habe euch nicht vergessen. Ich habe euch abgespeichert. Ja, Andreas, also vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, sehr das gerne. Auto hier nochmal anschauen zu können. Für mich ein völlig neues Erlebnis, so ein kleines Auto. Ich habe noch nie drin gesessen. Ich habe es ja immer nur von außen gesehen. Ich finde auch, es fährt sich sehr gut. Es ist auch relativ leise, trotz dass es ein Cabrio ist. Und hat, sage ich mal, auch alle Extras, alles, die man braucht. Genau, bis aufs beizbare Lenkrad. Aber das ist ja nicht weiter dramatisch. Das Auto wird ja sowieso so schnell warm. Ja. Richtig. Das ist ein Vorteil beim E-Auto, absolut, wird ja sofort warm. Richtig, ja. Genau. Man muss nie wieder kratzen im Winter und im Sommer ist immer kalt. Ich habe mir auch angewöhnt, zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt stehe und nur mal kurz reinschnippe, was raushole, also im Sommer jetzt, und ich weiß, mit dem 500er draußen, lässt das Klima gleich an. Ach so, okay. Ja. Und dann, ich sag mal, eher dann wieder warm wird und wieder runterkühlt, das braucht ja auch viel Strom. Ja. Ich glaube, das ist günstiger, die einfach bloß anzulassen. Okay, okay. Nee, auch zu ordentlich verarbeitet, man sieht doch nichts. Ja, man sieht, also nicht wie bei Tesla irgendwo, dass was schief sitzt oder sowas. Also das ist natürlich auch, da sieht man schon, dass Fiat auch schon lange Autos baut. Ja. Ja. Ein bisschen, wie die Qualität sonst so bei Fiat ist, aber das passt alles. Ja, genau. Sieht alles ordentlich aus. Ja. Mhm. Nee, schick, schick. Schick. Ja, alles klar. Super. Dann sage ich mal schönen Dank, Andreas. Wir bleiben in Kontakt. Jawohl. Ja, dann ich melde mich, wenn ich mal Zeit habe. Und dann machen wir mal einen Termin aus und gucken wir uns mal den Porsche an. Alles klar, so machen wir das. Freue mich auf die Mitfahrt bei dem Porsche. Ja, alles klar. Stefan, dann alles Gute. Ja. Genau. So, noch ein kleiner Nachtrag. Wir sind hier bei Ionity. Das erste Mal in meinem Leben lädt mein Auto bei Ionity. Wir wollen mal die Ladekarte von Andreas ausprobieren. Die soll nämlich auch überall funktionieren mit allen Fahrzeugen. Da bin ich echt mal gespannt. Und was ganz interessant ist, der hat sogar übrigens vorkonditioniert. Also ich habe direkt Ionity eingegeben, hat er auch vorkonditioniert. Ne? Ja, okay, dann probieren wir mal mein Glück. Ich habe es noch nie gemacht. Das heißt, einfach öffnen, dann reinstecken. Dickes, großes Kabel. Hat verriegelt, er zeigt blau. Ich muss hier durch. Das war's schon. Das war's schon. Er leuchtet noch blau. Jetzt. Was ist denn bei Tesla nicht vor den Ladevorgang? Ja, genau. Ja, das dauert dann immer mal eine Sekunde. Mhm. Aber entscheidend ist ja, dass wir unseren Strom bekommen. Das stimmt. Ja. Jetzt. Und jetzt geht's los. Na, sieht man 58% im Akku. Wir haben ja keine Anzeige bei Tesla, ja? Okay. Und er lädt mit 18. Da wird ja bloß jetzt, sagen wir, 12 Minuten vorgeheizt. Macht nicht so viel aus. Aber gut, 37, 40. Mal sehen, wie weit hoch er geht. Ich bin ja jetzt so, sind ja bei 58%. Mhm. Ja, können wir ruhig lange Zeit lassen. Ja, ich muss mal testen. Ich werde mal gucken nachher drinnen, wie lange ich bräuchte. 80% können wir schon gehen. Also fühl dich eingeladen. Ja, so, na klar, gehen wir mal rein. Nee? Na, dann wird es aber Zeit. Ja, bist vorsichtig, nicht in den Kopf stoßen oder so. Ich gehe dann noch mal ganz kurz zu meinem Auto, weil dann können wir mal gucken. Das zeigt nämlich, finde ich, ganz interessant. Sofort an in der, jetzt kriege ich praktisch eine Meldung aufs Handy, Ladevorgang. Ne? Ach so. Karte wurde geladen, ja. Und dann noch ein Ladevorgang beendet und dann sehe ich auch, was der Spaß gekostet hat. Mhm. Also das ist. Also ja, bei 64 kW, das ist klar, da ist er noch kalt.
Und das bisschen Vorheizen reicht ja nicht aus. Also muss schon eine Stunde vorheizen, sag ich mal, eine halbe Stunde. Relativ voll, sag ich mal. Wir sind mal gucken bis nach Hause. Jetzt rechts abbiegen. Ich würde ankommen mit 18. Also ich bräuchte im Grunde gar nicht zu laden. Ich könnte durchfahren. Ja, genau, aber wie gesagt, ich. Ja, also Grüße gehen auch nochmal raus an die Elektrobase, ne, die uns inspiriert haben und uns den Mut auch gegeben haben, dass wir mit unserem Fiat 500 uns nach Kroatien getraut haben. Ganz tolle Sache, macht weiter so. Ja, wir laden ja immer noch bei Ionity, könnt ihr mal kurz schauen, wenn wir mal anhaben. Also wir haben jetzt 20 Minuten, haben wir zu verbleiben bis 100%, ich lade bis 100%, aber ihr seht mal, das finde ich auch cool von dem LFP-Akku. 85% im Akku, wir sind immer noch bei 64 kW. Und ich sag mal, ich finde, und dafür, dass er wenig vorkonzentriert ist, finde ich das echt eine coole Leistung. Und das kann ich auch nicht meckern. Also auch das finde ich, bin ich mit dem LFP-Akku extrem zufrieden. Ja, das nochmal so als kleiner Einspieler in dem Video. So, liebe Technikfreunde, da vorne fährt er, das war's. Ja, also wir haben nochmal, ja, er hat mit seiner Porsche-Karte nochmal, vielen Dank, hat nochmal aufgeladen hier das Auto auf fast 100%, also sogar 100%. Ja, dann nochmal schönen Dank dafür. Wäre gar nicht nötig gewesen. Ich wäre auch so wieder zurückgekommen, aber wir wollten ja auch mal testen, ob das geht. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es war interessant für euch, hat euch gefallen. Ich fand es mega interessant. Vielen, vielen Dank, Andreas. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, auf das nächste große Treffen mit dem Porsche. Da bin ich selber sehr begeistert. Ja, aber hat mir echt sehr gefallen, war sehr viel Spaß gemacht, war hochinteressant. Ja, also Leute, nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, einmal einen Daumen nach oben zu klicken. Ja, abonniert gerne meinen Kanal für das nächste Video. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.